Ohne eine lange pro- oder antieuropäische Einführung zu machen, die Frage zunächst mal an die beiden früheren Bundesfinanzminister und den entsprechend dieses kritisch begleitenden Professor. Wie viele Chancen gebt ihr beide denn der Existenz der Gemeinschaftswährung Euro? Ich glaube, dass der Euro bleiben wird. Erstaunlicherweise ist das eine Währung, die eigentlich gar nicht hätte geboren werden dürfen, die man gar nicht hätte machen sollen. Aber nachdem man in Maastricht 1991 dies beschlossen hatte, dies zu tun, und dies dann auch umgesetzt worden ist und nunmehr der Euro eine 20-jährige oder vielleicht sogar, wenn man von Maastricht ausrechnet, 30-jährige Geschichte hat, ist das schon ganz erklecklich. Und eine Währung zu machen ist schwierig, aber eine Währung abzuschaffen noch schwieriger. Denn was dann kommen würde, das wagt man sich gar nicht vorzustellen. Es wäre nicht nur ein währungspolitisches Chaos, sondern es hätte politisch auch sehr negative Auswirkungen bis hin zu schwerwiegenden Konflikten, die dann auch immer internationale Konflikte würden, weil die Europäische Union das nicht aushalten würde und auch der Dollarraum einbezogen ist, vielleicht sogar China und so weiter. Das heißt, es hat eine weltpolitische Dimension. Und aus diesem Grunde glaube ich schon, dass alle doch alles tun werden, um diese Währung zu erhalten. Aber man müsste dafür diese Europäische Union oder den Euroraum umgestalten. Das ist die eigentliche politische Aufgabe. Das werden wir dann gleich nochmal ansprechen. Mir geht es erst nochmal um die Krisenfestigkeit dieser Gemeinschaftswährung. Also ich meine jetzt nicht, dass der Euro für 3-4 bleiben würde, sondern ich meine auch nicht das Europa der zwei Geschwindigkeiten, sondern ich meine jetzt die Gemeinschaftswährung Euro. Oskar, was ist deine Perspektive? Ja, ich glaube, dass er in dieser Form nicht bleiben wird. Das ist ja bekannt. Ich habe den Euro mit befürwortet, im Hoffen darauf, dass es gelingen würde, die Lohnentwicklung in Europa einigermaßen gleichmäßig zu gestalten. Ich musste aber lernen, dass das ein Irrtum war. Und wenn die Lohnentwicklung nicht einigermaßen koordiniert wird, kann er nicht bleiben, weil die aus dieser unterschiedlichen Entwicklung unter dem Dach einer Währung sich ergebenden Konsequenzen sind nicht durchzuhalten. Natürlich hat man Zweifel, ob solche Prognosen zutreffen, aber es hat mich gefreut, dass beispielsweise Josef Stiglitz das genauso sieht. Ich bin ja kein ausgewiesener Ökonom, aber immerhin, wenn ein solch renommierter Ökonom ähnliche Prognosen gibt, ist das eine Stütze, diese Auffassung. Dahinter steckt ja, dass wir einfach übersehen haben, dass es hier um unterschiedliche Kulturen geht, die so gravierend sind, dass rein ökonomische Überlegungen zu kurz gegriffen haben. Zumindest muss ich mir das vorwerfen. Insofern wird der Euro vielleicht überleben. In welcher Form, wage ich nicht sagen, da ja eine ganz lebendige Diskussion begonnen hat, ob er nicht als, wenn man so will, in ein Parallelwährungssystem als Bezugspunkt weiter existiert, ob er nicht weiter existiert in kleinerer Form oder so. Das vermag ich nicht vorauszusagen. Aber ich würde schon die Prognose sehr, ja, mit so hoher Wahrscheinlichkeit geben, dass er in dieser Form nicht bleibt. Was oft übersehen wird, ist, dass der Euro ja nicht nur eine Währung ist, sondern er ist eben ein Währungssystem, ein wesentlicher Bestandteil eines Wirtschaftssystems. Und wenn dies falsch konstruiert ist, kann es nicht funktionieren. Und das ist also meine Auffassung. Ich frage bevor, Judy, du wolltest schon gleich? Gerne. Ja, doch, ich bin ja nicht mal Ökonomin, sondern sitze hier einfach als interessierte EU-Bürgerin, die versucht, die Probleme von der Basis her zu durchschauen. Und insofern würde ich gern eine Nachfrage dazu stellen. Also erst hat mich diese Haltung befremdet, weil sie mir so rückzieherhaft vorkam. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, je mehr habe ich das schon auch verstanden, diese Argumentation, dass Abwertung eigentlich die einzige Möglichkeit ist, dieses imperiale Hineinregieren in die ärmeren Staaten abzuwehren. Und trotzdem kommt es mir wie eine Kapitulation der Politik vor, dass man diesen Rückzug machen muss und dass es nicht gelingt, wirklich demokratische Regularien jetzt die Not erkennend doch noch einzuführen. Hat es nicht was Kapitulatives? Ja, insoweit, als ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, ich habe mich geirrt. Das sage ich nicht gerne, aber ich habe mich schlicht einfach geirrt. Und daraus muss man dann auch Konsequenzen ziehen.
Aber wir müssen immer sehen, ein Währungssystem ist kein Wert an sich. Es ist, wenn man so will, ein Gerät, das einem Ziel dienen soll. Und das Ziel ist ja letztendlich das nähere Zusammenwachsen der Völker Europas gewesen. Und im Moment passiert ja das krasse Gegenteil. Also ich habe noch nie erlebt, dass die Völker Europas in den letzten Jahren so kritisch einander gegenüberstanden. Man könnte fast sagen, immer mehr auseinanderrücken wie in den letzten Jahren. Und das muss ja eine Ursache haben. Eine der Ursachen ist die falsch konstruierte Währung und die sich daraus ergebenden politischen Konsequenzen. Das ganze System wird dann spätestens in Frage gestellt, wenn die im Moment noch etwas seltenen Stimmen in Frankreich, die sagen, wir können das nicht durchhalten, wenn die stärker werden. Weil auf Dauer kann man eben nicht ein System ertragen in Europa oder befürworten, das dazu führt, dass letztendlich Deutschland dominiert. Ich sage, das war ja auch der Kern Ihrer Frage. Wenn beispielsweise der CDU-Fraktionsvorsitzende Kauder selbstgefällig sagt, Europa spricht Deutsch, dann ist das ja schon die Katastrophe, die da sich anbahnt. Und wenn man also Merkel so beobachtet auf den Konferenzen, sie macht das zwar sehr geschickt, aber letztendlich hat sie ja nicht umsonst das Bild von Katharina der Großen in ihrem Büro hängen. Also das offenbart ja eigentlich die geheimen Sehnsüchte und Gedanken. Also da bin ich der Meinung, dass das auf Dauer nicht gut gehen wird. Das waren im Übrigen meine Bedenken, die ich schon zu Zeiten der Deutschen Einheit formuliert habe, als ich gesagt habe, es darf nicht darauf hinauslaufen, dass Deutschland wieder ein solches Übergewicht bekommt, dass die Nachbarn unruhig werden. Da halte ich etwas davon, dass wir uns orientieren müssen an einer Maxime, die Brandt vertreten hat, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Und dann können wir nicht die anderen niederkonkurrieren. Das könnte man abstellen, aber ich sehe keine, also indem man das Lohndumping beendet, ich sehe aber nicht, dass in Deutschland das durchsetzbar ist. Und man darf sie auch nicht beherrschen wollen. Ich will zwei Fragen nochmal aus den beiden Interventionen kristallisieren. Das eine ist der Hinweis von Elmar Altvater, der müsste dann auf deiner Seite noch beantwortet werden, wie teuer wird es denn wieder zurückzugehen oder auszusteigen aus dem Euro, was er ja auch mit katastrophalen Begleiterscheinungen hingestellt hat und, glaube ich, zu Recht hingestellt hat. Und das andere wäre die Frage, die du beantworten müsstest, was, wenn denn diese Handelsüberschüsse, die ja immer auch die Defizite anderer dann wieder sind, so wie Schulden ja auch immer die Gewinne anderer sind, oder Zinsen. Was denn an dessen Stelle den Euro retten könnte, wenn es eben die Abwertung wie bei den verschiedenen Währungen nicht mehr gibt? Naja, was heißt Abwertung? Die Abwertung der einen ist die Aufwertung der anderen. Und wenn ich abwerte, also die eigene Währung, dann verteure ich auch die Importe. Und dann muss man genau gucken, was passiert eigentlich. Ich verbillige zwar die Exporte, kann also einen Exportüberschuss eventuell erzielen, aber ich verteure auch die Importe und das macht den Exportüberschuss unter Umständen zunichte. Wenn ich mir Griechenland anschaue, in dem Zusammenhang wird das ja häufig diskutiert, Griechenland hat kein eigenes Öl, es muss alles importieren. Und wenn Griechenland die eigene Währung abwertet, so wie Italien in den 70er Jahren seine Währung abgewertet hatte, damals hatten ja noch die europäischen Länder eigenständige Währungen, dann werden die Importe entsprechend teuer. Das bedeutet Preisschübe. Diese Preisschübe wirken sich dann auch für die Exporte aus und dann nützt unter Umständen die Abwertung für die Exporte gar nichts. Das heißt, man muss sich sehr genau die Rahmenbedingungen, die ökonomischen Rahmenbedingungen anschauen, ob eine Abwertung überhaupt etwas bringt und nicht vielleicht das Gegenteil. Sie geht ja gar nicht. Ja, im Moment geht es natürlich nicht, aber wenn Griechenland aussteigen würde, für den Fall wird das ja immer diskutiert. Nein, ich würde fragen, also was machen wir im Euro, um den Euro zu retten, wenn wir den Ausgleichsmechanismus nicht mehr haben? Wir brauchen Ausgleichsmechanismen innerhalb des Euroraums. Wir brauchen die Sozialunion. Wenn ich heute lese in der Zeitung beispielsweise, dass Herr Laschet, Vizevorsitzender der CDU, sagt, wir wollen keine Sozialunion. Wir haben niemals eine Sozialunion in Europa gewollt. Und mit diesem Argument begründet er, warum man also keine Sozialleistungen an innereuropäische Migranten, die nach dem Gesetz der Freizügigkeit dazu ja alles Recht besitzen, die Bulgaren und die Rumänen,
Und will ihnen keine Hartz IV oder andere Sozialleistungen zukommen lassen, denn wir sind keine Sozialunion. Wenn wir keine Sozialunion sind, dann kann die Währungsunion natürlich nicht funktionieren. Wie sollte es gehen, wenn also nur das Geld vergemeinschaftet ist, aber alles, was zum Geld auch dazu gehört, nämlich die Arbeit und die Arbeitsbedingungen und damit auch dann die Lebensbedingungen der Menschen, die diese Arbeit zu leisten haben, wenn man das dann nicht auch versucht, durch Ausgleichsmechanismen einigermaßen anzugleichen, so wie das auf der währungspolitischen Ebene ja durch die Einheit der Währung geschehen ist, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Mit anderen Worten, die Euro-Krise gegenwärtig zeigt sehr deutlich, dass es ein Fehler war, ganz zweifellos, den Euro einzuführen. Das hätte man nicht tun dürfen, wenn man nicht bereit war, die nächsten Schritte zu vollziehen. Man hat das aber gemacht. Und dann heißt das nur, wir können vorwärts laufen, aber wir können nicht rückwärts gehen. Denn rückwärts gehen, das ist mit ungeheuren Kosten verbunden und mit ungeheuren Konflikten bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die dann nicht mehr auszuschließen sind. Und deswegen würde ich das also wirklich als eine große Gefahr vor uns sehen und stattdessen also für ein weiteres Europa die nächsten Schritte zu tun, in Richtung Sozialunion, in Richtung Fiskalunion, in Richtung einer gemeinsamen Industrie- und Ökologiepolitik. Sonst funktioniert das ganze Ding nicht. Entschuldige, Elmar, aber ich glaube, in dem Wunsch, dass uns diese Katastrophe erspart bleibt, die auch demokratiepolitisch auf deutschem Boden nicht unbedingt Nektar für die Linke oder für die aufklärerischen Kräfte heißen muss, sind wir uns, glaube ich, hier alle einig. Die Frage ist, wenn wir den Ausgleichsmechanismus nicht haben, dann müssten nach Berechnungen, um sozusagen die innere Ab- bzw. Aufwertung zu erreichen, deutsche Löhne um zumindest 7-8%, wenn nicht sogar zweistellig, steigen. Richtig. Dann müsste die Sozialunion ganz erhebliche Kaufkraftzuwächse und Verteuerung von Exporten, deutscher Exporte, bedeuten. Siehst du eine politische Kraft, inklusive Herrn Wetzel, dem neu gewählten IG Metall-Vorsitzenden, der tatsächlich darauf zugehen würde, 8% Lohnerhöhung zu erreichen? Naja, du weißt, dass Kräfte immer etwas sehr Dynamisches sind. Sie sind schwach und werden eventuell stärker und sie sind stark und werden unter Umständen auch schwächer. Das heißt, damit so etwas passiert, was eine Notwendigkeit ist, in Deutschland müssen die Löhne steigen und in anderen Ländern, um die Wettbewerbsfähigkeit anderer Länder zu verbessern, also diese innere Aufwertung herbeiführen. Das ist eine Notwendigkeit und dafür muss man dann eben die Kräfte sammeln. Dafür braucht man gute Argumente, dafür braucht man gute Bündnispartner, dazu braucht man dann auch sehr viel Engagement, sehr viel Energie, um dann so etwas durchzuführen. Aber das ist eine Aufgabe, die vor uns steht, eine politische Aufgabe. Und wenn wir die nicht wahrnehmen, dann können wir gleich die europäische Währungsunion oder die monetäre Einigung und ob dann die wirtschaftliche und die sonstige Einigung dann noch bleibt, wage ich zu bezweifeln, die können wir uns abschreiben. Aber nur nochmal jetzt zugespitzt, gerade um das Kapitel dazu zu machen. Wenn diese Lohnerhöhungen nicht kommen, und zwar nicht Lohnerhöhungen von 2-3%, wie wir sie jetzt hatten, sondern von Lohnerhöhungen, die schon extraordinär drüber liegen. Und wenn wir diese Verteuerung von Exporten, deutscher Exporte, nicht hinbekommen, dann könnte die Lafontaine'sche Gefahr, dass es auseinandertreibt, doch existieren. Die Gefahr ist da. Das bezweifle ich überhaupt nicht. Die ist sehr realistisch gesehen, dass diese Gefahr da ist. Wir müssen aber auch wissen, was heißt das, wenn diese Gefahr Realität wird? Und was müssen wir tun? Und was sind dann die Argumente, damit wir dies tun? Damit diese Gefahr eben nicht eintritt. Das ist die politische Aufgabe. Also die Gefahr ist nicht eine Gefahr, sondern ist ja schon Realität. Wir sprachen davon, dass die Völker Europas wieder weiter auseinanderrücken. Es gibt kleine Erlebnisse, die das bestätigen. Zum Beispiel gab es ein Abgeordnetenzusammentreffen auf europäischer Ebene. Die Deutschen saßen am Tisch oder saßen die Griechen, die standen dann auf und die Zyprioten und sagten, wir wollen nicht an diesem Tisch sitzen. Also sowas gab es ja Jahre vorher überhaupt nicht. Es ist ja schon Realität und die Katastrophe ist ja längst da. Wenn fast 60% der Jugendlichen keine Arbeit finden, dann haben wir eine riesige Katastrophe nach meinem Empfinden. Wie beim arabischen Frühling, die Zahlen. Ja, so ungefähr. Und es ist nicht so, dass wenn wir sagen, wir brauchen Flexibilität im Währungssystem, dass wir dann sagen, also Rückschritt in dem Sinne.
dass wir dann sagen, das ist alles harmlos, das ist alles ohne Probleme zu lösen, das wäre ja völlig naiv. Nur man muss abwägen, wo entsteht, wenn man so will, was ist der größte Schaden. Mhm. Und ich meine Vorschläge, die ja eben zu meiner Freude von der ganzen Reihe geteilt werden, sonst fühlt man sich ja, zweifelt man ja noch mehr, diese Vorschläge zielen darauf ab, die, wenn man so will, den Schaden zu verringern, ihn deutlich zu verringern, abzuwägen. Also etwa das Demokratieproblem, was im Moment ja nun ein gewaltiges Problem ist, wird nur nicht mehr richtig diskutiert, dass man eben einfach eine Regierung absetzt und eine neue daran, die nie gewählt worden ist oder was weiß ich. Das wird ja alles nicht diskutiert. Aber selbst wenn es nur um die sozialen Fragen geht, also nur um die Frage, ob die Leute Gesundheit noch haben können, ob sie ihre Miete bezahlen können, ob sie ausreichendes Einkommen haben, ist der jetzige Weg nicht haltbar. Davon bin ich so tief überzeugt. Ich habe keine perfekte Antwort, wie das denn im Einzelnen aussehen müsste. Ich wollte nur feststellen, wir behaupten nicht naiverweise, dass ja alles harmlos oder so. Aber wenn man die Größenordnungen sieht, die jetzt bereits im Spiel sind, ohne dass sich Ergebnisse zeigen. Es ist ja immer wieder darauf hingewiesen worden, die Verschuldung wächst ja immer weiter an, was so eine ökonomisch logische Konsequenz ist. Wenn man das sieht, muss man ja fragen, wo ist das Ende? Und da gibt es eben einen Grundsatz, der auch hier gilt, wenn etwas nicht immer weitergehen kann, dann geht es auch irgendwann nicht immer weiter. Und dieser Prozess, den wir jetzt haben, ist ja ein Prozess, ein dynamischer Prozess, der geht immer weiter, der kommt ja nicht zum Stillstand. Und der kann so nicht weitergehen. Da muss es eine Lösung geben. Und es gibt an dieser Stelle eine Gefahr, auf die ich aufmerksam machen möchte, weil in unserem Gespräch das auch wieder anklang, dass man jetzt sagt, jetzt übertragen wir immer mehr auf die europäische Ebene. Das halte ich für den grundsätzlich falschen Weg. Wird von Habermas und Bofinger und solchen Leuten sehr massiv vertreten. Erstens mal ist es sehr unrealistisch, aber das lassen wir mal weg. Nehmen wir an, es wäre realistisch, es wäre trotzdem der grundfalsche Weg. Ich erläutere das immer im Sparkassenwesen, im Energiewesen. Wir brauchen keine Europa-Banken. Wir brauchen keine Europa-Konzerne der Energieversorgung. Das ist alles töricht, was da auch geredet wird, auch von Leuten wie Habermas. Wirklich törichtes Gerede. Wir brauchen kleine, dezentrale Einheiten der Versorgung, der Geldversorgung, aber auch der Energieversorgung, weil das ist Demokratie. Das war immer ein Irrtum, dass irgendwann Demokratie sei, dass man alles auf die europäische Ebene gibt und das Europaparlament macht das und der Rest guckt zu. Das ist ein furchtbarer Irrtum, der leider auch im deutschen intellektuellen Denken sich da tief verwurzelt hat. Nein, wir brauchen Dezentralität und deshalb ist also der Ausweg, alles auf europäische Ebene zu übertragen, ebenfalls falsch. Um das mal auf den Nationalstaat zu übersetzen, da hat also der Niedersachse Manfred Sohn ein sehr gutes Buch geschrieben. Er hat darauf hingewiesen, dass nur noch 15% der Finanzen bei den Gemeinden sind, obwohl ja das Grundgesetz sagt, alles, was nicht überörtlich geregelt werden muss, sollte örtlich geregelt werden. Das Gegenteil ist der Fall eingetreten. Und er hat damals gesagt, wir brauchen eine Rückübertragung von Aufgaben auf die Gemeinden. Das ist ein richtiger Ansatz. Und der steht natürlich diametral der Idee entgegen. Nun alles auf europäischer Ebene, wo nachher kein Mensch mehr kontrolliert, was eigentlich passiert und wo der Lobbyismus ja so krass jetzt schon geworden ist, dass keinerlei Kontrolle mehr da ist. Da würde ich mal einen leichten Widerspruch anmelden wollen. Wir brauchen Dezentralität da, wo es geeignet ist und ja, wo sich dezentral was lösen lässt. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir global denken und lokal handeln und lokal denken und global handeln. Also diese ganz großen Aufgaben, vor der die Menschheit stehen, die sind ja national überhaupt nicht mehr zu bewältigen, die sind nicht mehr europäisch zu bewältigen. Ich denke eben an die Energiekrise oder diese ganze NSA-Problematik. Wie wollen wir die denn überhaupt noch national uns dessen erwehren? Also es gibt ja auch die grundsätzliche Frage der Demokratie und des Kapitalismus, das sind ja alles Fragen, die können wir national gar nicht mehr klären. Also insofern denke ich, muss man beides parallel machen, da wo es angebracht ist. Und zu den Lösungsfragen, dass man sich sozial angleichen muss, ist sicher richtig, aber sicher auch ganz schwer zu machen. Wäre es nicht aus meiner vielleicht die Probleme nicht genügend durchschauenden Sicht auch eine Möglichkeit, dass man in Europa tatsächlich stärker die haften lässt, die es verursacht haben. Also ich glaube, in Zypern gab es mal so einen Ansatz, dass tatsächlich die ihre Wertpapiere verlieren, die da rumgezockt haben und die unverantwortlich waren und nicht die Steuerzahler. Also wir haben noch einen vollkommenen Widerspruch in unserem System, dass
Geldanlagen, so spekulativ sie auch seien, geheiligt sind und geschützt werden müssen und bedient werden müssen. Und Ansprüche auf Renten und Löhne und Sozialleistungen sind jederzeit aufgebbar. Das ist doch vollkommen unlogisch. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, an der Schraube die Probleme kleiner zu drehen? Ja, sehr einverstanden. Es wäre möglich im Prinzip, aber das ist natürlich auch eine Machtfrage, denn da muss man sich mit den großen Finanzkräften in der europäischen Gemeinschaft und darüber hinaus, und das ist ja alles weltweit verflochten, eben auch anlegen. Nicht mit den Anlegern muss man sich also anlegen. Ja. Mit den sogenannten Investoren muss man also dann in den Ring steigen und versuchen, sie an die Leine zu nehmen. Sinnvoll wäre das, eine Notwendigkeit wäre es auch und man hätte wahrscheinlich auch Mehrheiten dafür. Nur kann man sich in diese Richtung kaum durchsetzen. Und das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass die Macht zu groß ist, sondern das hat auch damit zu tun, dass dieses Bewusstsein überhaupt nicht da ist. Und es ist deshalb im Bewusstsein auch der breiten Massen nicht da, weil wir alle in diesem Geldfetisch, von diesem Geldfetisch auch behaftet sind und davon erst einmal auch uns lösen müssen, sowohl ideologisch, theoretisch, durch theoretische Anstrengungen, aber vor allen Dingen auch dann politisch. Das ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe, vor der man dann eben auch steht. Die Europäische Währungsunion, das muss man, glaube ich, ganz deutlich sehen, ist irgendwann einmal eingeführt worden, zu Beginn der 1990er Jahre, auf Vorbereitung der damaligen Delors-Kommission, schon in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und das hätte man nicht machen müssen. Aber man hat es gemacht. Und wenn man das einmal gemacht hat und wenn dann eben mehrere Jahrzehnte seitdem vergangen sind, dann kann man nicht mehr zurückgehen, dann muss man vorwärts gehen. Und das Vorwärtsgehen ist dann tatsächlich auch auf europäischer Ebene mehr Institutionen, mehr regulierende Institutionen. Aber in dem Sinne, wie Daniela Dahn das wirklich völlig zu Recht gesagt hat, man muss genau hinschauen. Es gibt vieles, was man auf lokaler Ebene erledigen kann. Und es ist besser, dies auf lokaler Ebene zu tun, als auf nationaler oder gar auf europäischer und globaler Ebene. Aber dann gibt es zum Beispiel auch Bereiche, die man nur europäisch oder eigentlich nur noch global lösen kann. Im ganzen Finanzsektor ist der so verflochten, global verflochten, dass man da nur noch auf globaler Ebene richtig herankommt oder auch auf globaler Ebene richtig herankommt. Die kann man nicht ausklammern. Und da muss man also intelligente Governance-Strukturen, so heißt das auf Neudeutsch, dann eben schaffen. Das ist auch eine Machtfrage und sehr schwer durchzusetzen. Und dann stellt sich immer die Frage, nicht wo fängt man eigentlich an? Wo hat man eigentlich seine Leute sitzen? Wo hat man auch die Hebel, an denen man was schrauben kann? Und das ist dann in aller Regel die lokale Ebene, das ist dann die regionale Ebene, das ist die mikroregionale Ebene, das ist die nationale Ebene. Das ist in mancher Hinsicht auch die europäische Ebene und die globale Ebene, da hört es dann eben schon wieder auf. Und das ist die große Aufgabe, hier dann an den Hebeln anzusetzen und etwas zu erreichen, um dann eben auch auf anderer Ebene dann die Power einzusetzen, um dann eben auch in die richtige Richtung die Dinge dann laufen zu lassen. Also ich stimme ja völlig zu dem Prinzip, wir müssen das auf der höheren Ebene regeln, was auf der unteren nicht zu regeln ist. Das scheinen wir uns einig zu sein. Das ist katholische Soziallehre. Subsidiarität. Ja, aber da müssen wir eben dann genau hingucken. Deswegen habe ich ja zwei Beispiele gegeben, Sparkassen und Energiesektor. Da kenne ich mich so ein bisschen aus als ehemaliger Bürgermeister, weil ich ständig damit befasst war. Und da behaupte ich schlicht und einfach, im Energiesektor bin ich noch sicher, wir brauchen keine großen Einheiten. Wir müssen dezentral organisieren und da ist auch die Globalaufgabe des Umweltschutzes viel besser zu lösen. Die großen Einheiten können nicht ökologisch optimal arbeiten. Da sind wir uns einig, ist ja schon mal gut. Und bei den Sparkassen, es gab überhaupt keinen Grund, das deutsche Sparkassenwesen eben durch Investmentbanken, Geschäftsbanken und so zu deformieren. Als man das getan hat, da gab es ja die große Katastrophe auch bei den Landesbanken, als die also aus der staatlichen Obhut, so darf ich es mal sagen, herausgezwungen wurden, ging ja das so richtig los mit der Spekulation. Und so kann man das weiter fortführen. Also insofern einverstanden mit dem Prinzip, aber wir müssen schon sehr genau hingucken. Und
das zurück, weil das vorhin schon ein paar Mal angesprochen wird, dürfen nicht zurück. Ich könnte also jetzt 100 Punkte nennen, wo ich mir wünschte, es ginge zurück. Die ganze deutsche Sozialpolitik der letzten Jahre, die würde ich gerne zurücknehmen. Das wäre für mich der wahre Fortschritt. Ich will also sagen, das zurück sollte man nicht diffamieren. Das, wenn man in die falsche Richtung gerannt ist, sollte man zurück. Das ist immer der bessere Weg. Naja, man kann da nicht zurück. Das zurück ist dann nach vorne. Von dem Punkt, wo man ist, könnte zum geht man dann doch nach vorne, auch wenn man also Konzepte dann entwickelt, die schon eine lange Geschichte haben. Das finde ich auch richtig. Also was du gesagt hast, das hat mich sehr stark auch an Hermann Scheer erinnert. Nicht? Klar. Natürlich, energiepolitisch sollte man so dezentral, wie es nur irgendwie geht, operieren. Das ist immer das Beste. Nur klimapolitisch können wir das leider nicht mehr. Da müssen wir global rangehen. Klar, Moment, aber Hermann Scheer ist ja ein guter Grundzeuge. Er gehört ja zu denen, die die Pläne eben von Desertec oder so sofort attackiert haben, die auch bei der grünen Bewegung dann lange Zeit also richtig in waren oder auch eben die riesen Windparks in der Nordsee. Ich will das ja nicht weiterführen. Also da muss man wirklich genau argumentieren. Sicher, das Klimaproblem ist global. Aber ich sage jetzt mal provozierend, was ich meine. Es ist nur lokal zu lösen. Also ich will jetzt nicht das zu einer semantischen Sisyphusarbeit ausarten lassen, was zurück und was nach vorne ist. Entschleunigung, also ich erinnere an Elmar Altvater mit dem Angriff auf die Zeitpiraterie, ist ja nun auch, klingt ja für viele erstmal als zurück. Ich halte die Abkehr von der Wegwerfgesellschaft und hin zu mehr Reparatur wieder, also Aufwertung des Reparaturhandwerks, zu reparableren Fahrzeugen, Monitoren und Küchenmaschinen für einen Fortschritt. Aber für viele wird das erstmal als zurück hingestellt. Ich würde aber jetzt doch bei Daniela gerne eine Frage ansetzen, weil ich glaube, einig sind wir, dass die lokalen Einheiten in vielem auch geringere Opfer auf der Strecke lassen. Also schon alleine die Energie, das ist ja messbar, wenn ich die Wege verkürze. Die regionalen Kreisläufe haben wir nicht das umsonst. Das ist Physik, weißt du. Ja, ja, das ist Physik. regionalen Kreisläufe haben wir immer gefordert, ist ja klar. Nur die Rechtsrahmen sind ja in einem paradoxen Widerspruch. Und ich würde dich fragen, wie kann man das lösen, wenn Rechtsfragen nicht nur papierende Fragen sind, sondern auch im Bewusstsein der Menschen mehr Frechheit nach sich ziehen, mehr zu fordern. Also wenn ich auf dem Papier mehr Rechte habe, wie im Grundgesetz, dann fordere ich auch oftmals mehr, als wenn ich schon von vornherein gesetzlich den Weg abgeschnitten empfinde. Wir haben das Problem Kapitalismus, du hast das eben angeführt, oder Elmar Altvater, die sogenannten Finanzmärkte und ihre supranationale Verwicklung, durchaus nicht alleine national, sondern wir haben sie supranational. Wir haben aber im europäischen Recht das Verbot der Kapitalverkehrskontrolle. Im Grundgesetz haben wir immerhin Artikel 15, wo man solchen Verbrecherbanden wie der Deutschen Bank das Handwerk legen kann durch Enteignung. Das geht nach Artikel 15, zumindest auf dem Papier. Man kann es also auch fordern und die Frechheit im Kopf ist da, es zu fordern. Auf der europäischen Ebene gibt es nur Kapitalverkehrskontrolle. Also geradezu ein Freihalten der kapitalistischen Freiheiten. Wie kriege ich auf der Ebene, auf der überregionalen Ebene, denn einen Rechtsrahmen hin, bei der eben wir wirklich auch erlaubt bekommen, darüber frei nachzudenken, wie man bestimmte Kapitalprivilegien demokratisiert und enteignet? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Ja. Es ist im Moment tatsächlich so, dass wir national rechtlich noch mehr demokratische Rechte haben als auf der europäischen Ebene. Mhm. Bis hin zum Bundesverfassungsgericht, was immer wieder wichtige Riegel vorschiebt, haben wir auf dem Papier vielleicht auch nur, haben wir aber im Parlament, zumindest vom Gedanken her, mehr Rechte als europäisch. Und die Frage ist, wie könnten wir das Bewusstsein entwickeln, dass mehr europäische Bürger diese Rechte auch auf der nächsthöheren Stufe einfordern? Und da kommen wir eben gleich an ein Problem. Es gibt in dem Sinne keine europäische Gesellschaft. Es gibt keinen europäischen Souverän. Es gibt
keinen Pressesprecher in Europa, der uns bestimmte Dinge erklären könnte. Also der Sprecher Europas ist eigentlich der Bankchef, Draghi, das ist ja unhaltbar. Oder auch der ESG macht Dinge, wo die Bürger sagen, ja, was ist denn das für ein Recht, wenn die sagen, das Volkswagen-Gesetz ist nicht EU-konform, weil es feindliche Übernahmen verbietet. Sparkassen. Ja, also woher nehmen die sich diese Anmaßung, das Recht zu dieser Anmaßung? Und da ist eben die Frage, wo kommt dieses Subjekt, dieses Bewusstsein her, da mehr zu fordern, mehr Einmischung der Politik, aber auch der Bürger. Und da sehe ich wirklich ein Problem, dass dieses Subjekt im Moment nicht da ist. Also selbst wenn wir mehr demokratische Möglichkeiten hätten auf der EU-Ebene, fürchte ich, dass ganz viele Bürger durch die jahrelange Indoktrination mit neoliberalem Denken davon gar nicht wirklich Gebrauch machen würden. Also wir haben es jetzt in der Schweiz erlebt, diese Volksabstimmung, die ich atemberaubend fand mit diesem 1:12. Wie kann denn eine Bevölkerung so eine Chance an sich vorbeigehen lassen? Und meine Züricher Freunde sagen mir, ja, die Medien haben so lange im Interesse der Banken erklärt, dass die ganze Schweiz zusammenbricht, wenn dieses Gesetz durchgeht, dass die Bürger dann auf diese Chance verzichtet haben. Und da sind wir wieder bei den Medien, die ja eben auch in den Händen des Privateigentums oder unter dem Druck dieses Eigentums sind. Deshalb finde ich ja solche unabhängigen Plattformen wie diese auch so wichtig, dass man wenigstens mal einen kleinen Keil reinschiebt und sagt, also wenn wir nicht sowas, wie Chomsky nennt das, also eine geistige Selbstermächtigung der Bürger oder wie der Pierre Bourdieu mal gesagt hat, eine ökonomische Alphabetisierung der Massen. Wenn wir damit nicht anfangen, werden die ganzen rechtlichen und demokratischen Strukturen uns gar nicht groß weiterbringen, weil wir so zugedröhnt sind mit diesem marktkonformen Denken, dass wir davon gar keinen Gebrauch machen werden. Dann ja, nur mal ein Beleg, nur einen Satz. Es ist mir ein Buch in die Hände gefallen, Schnelles und langsames Denken, was mich noch mehr erschüttert hat, von Kahneman, also diesem berühmten Psychologen, der also Experimente einfach gemacht hat und dann das Zudröhnen. Da wurde Leuten immer vorgespielt, die Körpertemperatur eines Huhnes ist und den anderen wurde das nicht vorgespielt. Die sahen einfach nur diesen Halbsatz. Und dann in einer Zeit wurde ihnen dann vorgelegt, die Körpertemperatur eines Huhnes ist 51 Grad. Ist das richtig oder falsch? Und die Mehrheit derjenigen, die also das immer nur diesen Halbsatz sahen, hat gesagt, ja, also dieser Blödsinn ist richtig. Während die anderen, die diesen Halbsatz nicht im Fernsehen immer gesehen haben, völlig normal geantwortet haben, das kann nicht stimmen, das ist falsch. Ich will damit nur sagen, das Dröhnen ist eine ungeheure Gefahr. Also, Daniela, das Problem nochmal zuzuspitzen. Es ist ja alles rechtlich und ökonomisch definierbar. Wir haben auch das hier nur die Zeit anzureißen. Aber wenn wir mal wirklich diesen Idealbegriff von Foucault mit den Diskursen nehmen, oder wenn wir dann auch mal einen Schritt weitergehen und mit Bourdieu die Gegenöffentlichkeit als sozusagen eine Diskursivität von unten definieren, dann haben wir in der Europäischen Union so und so viel Sprachbarrieren. Schon mal im Unterschied zu den USA, wo ein Lied von Woody Guthrie oder von Pete Seeger oder von Bob Dylan sofort die Grenzen überschreitet, wenn es zum Beispiel gegen Krieg ist. Dann haben wir hier eine mediale Macht, die auf jedes dieser Länder runterbrettert. Und gleichzeitig sollen wir Rechte, wie zum Beispiel die Sozialstaatlichkeit des Grundgesetzes, auf die europäische Ebene abgeben und wissen, dort ist nichts. Nichts, kein funktionierender europäischer Gewerkschaftsbund, keine kritische Zeitung, kein namhafter Journalist, auf den sich mehrere kritische Öffentlichkeiten von England bis Italien einigen könnte, sondern wir haben nur Zerstreutes, wie diesen kleinen Sender Weltnetz oder andere, und haben ansonsten eine unglaubliche Macht von Leuten, die sagen, progressiv ist, was auf europäischer Ebene oder auf globaler Ebene passiert, vergesst eure Rechte. Wie kann dieses Dilemma überwunden werden? Naja, diese Frage Souveränität abgeben nach Europa sehe ich insofern nicht so problematisch, weil ich finde,
Also eine wirkliche Souveränität, die vom Volke ausgeht, besteht hier sowieso auch auf nationaler Ebene schon nicht mehr. Also eine Souveränität, die man auch national eigentlich nicht mehr hat, kann man auch nicht mehr verlieren. Und möglicherweise ist sie auf der nächsthöheren Ebene sogar besser einzufangen. Das käme auf den Versuch drauf an. Das ist doch, wir reden doch hier nicht nur über den Euro, sondern über die Frage, welches Europa wollen wir eigentlich? Ein Europa, in dem der Kapitalismus sich immer immuner macht gegen demokratische Eingriffe. Und das erleben wir im Moment sowohl national als auch international. Dagegen ist doch anzugehen, dass diese Art von Hegemonie des Geldes weder national noch international gewünscht ist. Und das sind eben Grundsatzfragen, die da diskutiert werden müssten. Und insofern diesen Diskurs sehe ich auch zu wenig, zumindest auf europäischer Ebene. Sicher, die Sprachbarriere ist ein Hemmnis, aber ist doch im Zeitalter des Computers und der großen Technik nun auch nicht mehr unüberbrückbar. Wir geben Geld für alles Mögliche auf, da werden wir doch noch die paar Dolmetscher und Übersetzer haben, die das können. Und im Übrigen die junge Generation, also jedenfalls die, die an irgendeiner Uni waren, die sprechen inzwischen alle so Englisch, dass man, glaube ich, da also nicht mehr daran scheitern müsste. Das sehe ich, es ist ein Erschwernis, aber kein wirkliches Hindernis, wenn man es denn will, über Grundsatzfragen zu reden. Also was meines Erachtens hier ein ganz entscheidender Punkt ist bei der Entwicklung der europäischen Integration, ist, dass diese immer als eine negative Integration interpretiert worden ist. Das heißt, die Vergrößerung der Marktfreiheiten. Nicht durch Abschaffung von allen möglichen sozialen, politischen, kulturellen Regeln, durch Vereinheitlichung auch im Sinne von kultureller Verarmung. Nicht? Auch das spielt eine Rolle. Ne? Ja, ja. Und das ist die negative Integration. Die hat stattgefunden. Und das ist das große Projekt der vier Freiheiten, nicht? Artikel 8 des EU-Vertrags ursprünglich einmal, nicht? Also Freiheit des Kapitalverkehrs in erster Linie, Freiheit des Warenverkehrs in zweiter Linie, Freiheit des Personenverkehrs, nicht? Unter ferner Liefen. Aber immerhin auch das ist in den EU-Verträgen vorgesehen. Und was also völlig fehlt, ist eine Vorstellung von positiver Integration. Wie soll denn dieses Europa eigentlich positiv gestaltet sein, um den Bedürfnissen und den Notwendigkeiten, den ökonomischen, den kulturellen, den sozialen, den politischen Notwendigkeiten und Bedürfnissen der Menschen auch nur einigermaßen Rechnung zu tragen? Wie wollen wir dieses Europa eigentlich gestalten in einem positiven Sinne? Das ist, glaube ich, die große Frage. Da kommen natürlich alle diese Probleme, die angedeutet worden sind, zur Geltung. Nicht die Sprachbarriere, auch die kulturellen Unterschiede, die trotz Vereinheitlichung in Europa, trotz einem enorm angewachsenen Reiseverkehr, trotz Erasmus-Programmen, das also außerordentlich gut ist, nicht wahr? Das, der Studentenaustausch und der Dozentenaustausch an den Hochschulen und Arbeitnehmeraustausch, auch das findet hier statt. Das sind alles wunderbare Geschichten eigentlich. Darum beneiden uns auch andere Kontinente, wo solche Art von Integration nicht stattfindet. Und trotz dieses Fortschritts, würde ich mal wirklich auch im emphatischen Sinne sagen, haben wir viel zu wenig positive Integration und sie wird überlagert von dieser negativen, reinen Marktintegration. Und das macht die Demokratie auch letztendlich kaputt. Denn wir dürfen nicht vergessen, ich habe es gerade vor wenigen Tagen noch mal in einer Stellungnahme von gar nicht linken Parteien gelesen, nicht? Kapitalismus und Demokratie befinden sich auch in Europa in einem Spannungsverhältnis, nicht? Und wir müssen also den Kapitalismus zähmen, damit die Demokratie erhalten bleibt. Auf europäischer Ebene und im lokalen und auf nationaler Ebene natürlich auch. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen müssen, um den Herausforderungen von Europa Rechnung tragen zu können. Also ich habe... Darf ich da nur zwei Ergänzungen, die mir wichtig sind? Die positive Integration hat sich für mich immer kulturell vermittelt. Wenn ich also mein heutiges Leben vergleiche mit dem meiner Großväter beispielsweise, also der Generation, dann hat sich Ungeheures verändert. Ich lebe europäisch heute im Vergleich dazu im weitesten Sinne. Nicht nur was Reisen angeht, auch was die Begegnung mit anderen Menschen angeht, was eben Essen, Trinken, Musik, das ist viel intensiver geworden, würde ich sagen. Insofern ist das für mich ein sehr
wichtiger Arm der positiven Integration. Das andere nochmal Kapitalismus bekämpfen. Und dann bleibe ich nochmal bei meinem dezentralen Ansatz, weil es mir wichtig ist. Dort, wo es ein Zurück gab im positiven Sinne, das war, als man Netze wieder zurückgeholt hat oder Stadtwerke wieder zurückgeholt hat oder Wohnungsbaugesellschaften wieder zurückgeholt hat. Das ist das Einzige. Größere, sagen wir, Bewegungen auf nationaler Ebene oder so in diese Richtung, um also sagen wir, der Kapitalverwertung Bereiche zu entziehen, sehe ich nicht. Nur da habe ich in letzter Zeit gesehen und da begannen sie auch. Europa ist doch auch verhindert worden, diese Wasserprivatisierung. Das war auf europäischer Ebene immerhin. Richtig. Muss ich ein bisschen intervenieren. Ja. Dass Barnier zurückgerudert ist, lag einzig und allein daran, dass ein einzelner Kabarettist, nämlich in diesem Falle Pelzig, im ZDF über die Grenzen, die ihm das ZDF-Justizariat gesetzt hatte, die Bürgerinitiative Right to Water promotet hat und dann über Nacht nach dieser Sendung Hunderttausende von Unterschriften wieder, was Kultur und Medien kam. Das war aber eine reine nationale Errungenschaft in einem nationalen Fernsehsender namens ZDF. Ja. Mit internationalen Folgen. Das Limit ist ja in anderen Ländern nicht überschritten worden. Das heißt, die Bürgerinitiative wäre gar nicht zugelassen worden, aber schon die vielen Unterschriften in Deutschland haben den Barnier erstmal. Das ist ja auch übrigens kein Widerspruch. Das lässt ja nur zu, dass man versucht. Aber der Kampf ist lokal. Der ist lokal. Und jetzt, ich habe das Problem mit dir, Daniela. Ich habe ein wirklich erhebliches Stirnrunzeln und du musst es mir auch glätten oder etwas relativieren. Wenn wir wissen, dass auf europäischer Ebene die Bourdieu'sche Gegenöffentlichkeit so gut wie nicht oder allenfalls rudimentär. Man könnte dann noch die Hafenrichtlinie nehmen, das war auch ein Erfolg, das war übrigens ein europäischer Erfolg, aber sehr rudimentär existiert. Und dann sagst du aber auf nationaler Ebene, ich meine national jetzt nicht mystisch, sondern rein als Staatenbezug oder nationales Recht, kulturell gedacht. Dort ist das sowieso nicht mehr vorhanden. Wenn man das jetzt delegiert auf die europäische Ebene, gibt man ja faktisch nichts weg, weil es ja gar nicht da ist. Dann ist wirklich die Frage, wir haben hier den Parlamentsvorbehalt bei Bundeswehreinsätzen. Da gibt es Abgeordnete aller anderen Parteien, auch der zustimmenden regierenden Parteien, die sich gezwungen sahen, den Tornado-Einsatz dagegen zu stimmen, weil sie wussten, in ihrem Wahlkreis ist der Druck so groß, die wollen keinen Tornados in Afghanistan. Und da haben selbst CDU-Abgeordnete und grüne Abgeordnete und SPD-Abgeordnete anders abgestimmt und mit uns abgestimmt. Da ist ein Druck auf der nationalen Ebene, den ich mir beim Europäischen Parlament überhaupt nicht vorstellen kann, weil es da keine Wahlkreise gibt und keinen direkten Bezugspunkt. Wir haben die Sozialstaatlichkeit im Grundgesetz. Das heißt, ein niedersächsisches Unternehmen dürfte nach der Verfassung von Niedersachsen nur dann einen Bauauftrag bekommen, wenn es Tariflöhne bezahlt. Das sollte ja durch das Rüffert-Urteil aufgehoben werden. Mhm. Also ich glaube, dass jetzt würde mich wundern, dass man dieses alles für nichts erklärt und sagt, das sind sowieso alles keine sozialen Rechte, die wir in Deutschland haben, dann können wir sie auch auf die EU-Ebene abgeben. Nee, das ist jetzt etwas überinterpretiert dessen, was ich habe nicht alles für nichts erklärt. Ich habe ja gesagt, dass also bestimmte demokratische Institutionen national besser ausgeprägt sind. Natürlich sind auch bestimmte Diskurse national intensiver. Also dieses Buch, wo auch ein Beitrag von Ihnen drin ist, was gerade die Blätter herausgegeben haben zu Europa und Kapitalismus und Demokratie, ist auf einem Niveau, was ich jetzt gar nicht wüsste, wo es international was Vergleichbares gibt. Das habe ich nicht gemeint. Es ging mir um die Frage der Souveränität und was da im Grundgesetz behauptet wird, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Das kann ich so auch national nicht mehr erkennen. Also den Einfluss, den der Wähler wirklich auf die Geschicke der Politik hat, ist so gering geworden. Der Kapitalismus ist so immun geworden gegen solche Einreden, dass ich finde, dass wir da nicht so sehr viel verlieren. Und ich weiß nicht, vielleicht reden wir auch aneinander vorbei. Es ist ja schön, wenn es lokalen Widerstand und lokale Diskussionen gibt, aber bestimmte Dinge sind eben global passiert, wie die Occupy-Bewegung. Und die hat gerade daraus ihre Kraft gewonnen, dass überall, ob in Israel oder auch in Frankfurt am Main, solche Aktionen aufgeleuchtet sind. Und die sind ja unterm Strich zu ganz interessanten Erkenntnissen gekommen. Also erst hieß es Occupy the System. Und als man merkte, wenn man das okkupiert, macht man ja nur dasselbe Spiel weiter, war die letzte Konsequenz Occupy the Law.
Das heißt, wir müssen an die Gesetzgebung ran. Und da ist ja in Europa eben im Moment noch ein großes Defizit, weil das Parlament und der Rat das nicht wirklich können. Das sind so Sachen, die man erobern müsste. Aber dann kommt eben die Frage, wer ist denn in der Lage, diese Gesetzgebung wirklich konstruktiv zu handhaben? Ist da schon ein europäischer Souverän? Oder haben wir wenigstens dann Wahlmöglichkeiten, diese Leute in diese Position zu bringen? Da habe ich auch viele Fragezeichen. Ich habe sowieso mehr Fragen als Antworten in diesen Dingen. Also ich müsste, wir dürfen das von unten nie zu gering achten. Wenn wir ein Beispiel sagen, wir haben jetzt Auseinandersetzungen lokal über Energiepolitik. So. Ich würde mich imstande sehen, obwohl also die Partei Die Linke nicht unbedingt große Mehrheiten hat, wenn das nur im Rahmen des Ortes beispielsweise, in dem sich das abspielt, laufen würde, würde ich mich als Person imstande sehen, die Meinung zu drehen und etwas zu verändern. Sobald das nationalstaatlich ist, hoffnungslos. Man steht hilflos davor. Ich will nur auf diesen sehr wichtigen Sachverhalt, politische Auseinandersetzung aufmerksam machen. Warum ist das so, dass es national, warum ist Nationalstaat Vernunft nicht durchsetzbar? Ja, ich rede jetzt mal von dem Einzelnen. Kann er überhaupt etwas bewegen? Das wollte ich sagen. Mhm. Wenn er sagt, im Ort kannst du also versuchen, die Meinung noch stark zu beeinflussen. Das ist möglich, wenn man sich anstrengt, wenn man sich reinkniet. Aber wenn man sagt, Europa, oh Gott, gehe ich mich zurück, mach gar nichts. Das ist unmöglich. Also ich glaube, diesen Effekt nutzen auch die Neoliberalen aus, dass sie gerne auf die anonymen Ebenen gehen, in denen sie ja, eben... Das haben sie ja sogar gesagt. Hayek hat das zum Programm erhoben, immer weiter nach oben. Ja, und der Juncker hat gesagt, wir versuchen das in Europa, wir versuchen es nochmal und wenn kein großer Aufschrei erfolgt, dann ist es Gesetz und die sozialen Verwerfungen sind da. Dann gibt es kein Zurück mehr. Das hat er ja deutlich gesagt, wie die Methode ist. Ja. Die Frage ist, ich habe Gregor Gysi in der Volkswagen... Das hat von Hayek in seinem Road to Serve 1944 völlig bereits gesagt. Wir müssen also immer wir müssen immer wieder sozusagen Blockaden aufbauen, damit die Wege so umgeleitet werden, dass am Schluss die in die Richtung marschieren, in die sie gar nicht hin wollten, aber wo wir sie haben wollen. Das ist also in diesem Fall ja gegen Bourdieu, der kulturelle Leitvater des Neoliberalismus. Wenn der Begriff überhaupt gut ist, wir haben uns ja schon mal an anderer Stelle darüber unterhalten, ob man den Begriff, den schönen Begriff des Liberalen wirklich für Marktkapitalismus verwenden soll. Aber nun ist er erstmal da. Die Frage ist nur, also ich habe Gregor Gysi in der Volksbühne im Talk gefragt und dann sagte er dankenswerterweise, wir dürfen die Nation, den Begriff der Nation nicht den Rechten überlassen. Und im nationalen Recht ist noch so viel drin. Artikel 14 des Grundgesetzes, die Möglichkeit, Artikel 15 in Gemeineigentum zu überführen. Nie praktiziert worden. Nie praktiziert, aber ich muss dir jetzt doch sagen, als Wolfgang Abendroth es verteidigte in seiner Interpretation des Grundgesetzes, hatten wir die Wiederbewaffnung, hatten wir einen rheinischen Kapitalismus, bei dem es den Kapitalisten saugut ging. Also es ist nicht so, dass der staatspolitische Kapitalismus der Zeit, in der Wolfgang Abendroth wirkte, das war ja dann doch auch nach 1949, dass er das geschrieben hat, da waren ja die ersten antifaschistischen Kräfte schon ins Leere gelaufen. Und es gab ja eine große Restauration des Kapitalismus, dass da viele nationalen Rechte ausgenutzt wurden. Und dennoch sagte er und viele andere auch, wir dürfen das Grundgesetz und das, was im Grundgesetz an sozialen Staatlichkeit verankert ist, nicht preisgeben. Und Gysi sagt jetzt, wir dürfen die Nation nicht den Rechten überlassen. Übrigens auch seine Rede gegen NSA im Bundestag beharrte ja sehr auf Souveränitätsrechte. Das sind ja solche Rechte. Also ich würde nur ein Zusammenspiel dieser verschiedenen Möglichkeiten, ganz pragmatisch, wo können wir besser kämpfen, für eigentlich die Conclusio halten und nicht, wir können es ja sowieso aus dem nationalen Rahmen auf die EU-Ebene delegieren, weil dann kommt von Hayek voll zur Geltung. Dann hat er, was er will. Also im Moment wüsste ich in meinem Heimatdorf niemanden, der die Mühe sich macht, sich auf die europäische Ebene
hineinzudenken oder das hineinzukämpfen. Das ist aber furchtbar kapitulativ. Ein Aufgeben des europäischen Kampfes. Ja. Nee, ich würde da widersprechen. Ich würde das nicht als kapitulativ bezeichnen, sondern ich würde sagen, nehme das auch für mich in Anspruch. Ich überlege immer wieder jeden Tag, wo kannst du denn ansetzen? Und wenn ich sehe, dass eben die Last, die ich drücken muss, zu groß wird, dann setze ich halt bei einer kleineren Einheit an, um sie vielleicht drücken zu können. Das ist keine Kapitulation, sondern nüchternes Abwägen der Möglichkeiten und der Kräfteverhältnisse. Auch demokratische Revolutionäre auch immer, müssen ja pragmatisch sein. Dass die Gewerkschaften europäisch nicht stärker sind. Ja. Nicht? Das ist doch, ja. Aber wenn du eine Gewerkschaftskundgebung des Europäischen Gewerkschaftsbunds in Brüssel machst, hast du 20.000 Leute. Und wenn du die Kundgebung für denselben Zweck machst, kriegst du vielleicht in Berlin 30.000 oder 40.000, in Rom 100.000. Ja, vielleicht darf man die nicht in Brüssel machen, weil die betroffenen Gewerkschafter in Rom und Athen werden da deshalb nicht hinfahren. Naja, da müssen wir eben auch neue Formen finden. Was wir mal könnten, wäre mit Weltnetz oder anderen an verschiedenen Stellen Kameras aufbauen und einander die Kundgebung, wenn sie in Rom, Paris, Berlin stattfinden, mal übertragen. Technisch alles kein Problem mehr. Alles kein Problem mehr. Aber es wird nicht gemacht. Gewerkschaften nutzen die Techniken überhaupt nicht aus, zu europäisieren von unten. Darf ich eine letzte Frage? Entschuldige. Ja, ganz kurz nur, weil du auch das Problem Eigentum angesprochen hast. Das wäre für mich gerade so ein Beweis, dass das gerade für linkes Denken auch, das sagen Sie ja auch immer, eine ganz zentrale Kategorie ist, die man letzten Endes eben auch auf gar keinen Fall national ändern könnte. Also ich glaube, ein Einführen von Gemeineigentum in einer Nation wäre bei dieser Art von globalisierten Kapitalismus, den wir heute haben, schon gar nicht mehr möglich. Also das wäre nämlich auch so ein Ansatzpunkt, ob das nicht eine interessante Strategie wäre, in Europa endlich mal über Gemeineigentum, was ja was ganz anderes als Staatseigentum ist, zu reden. Wir haben da auch eine ziemliche Begriffsverwirrung. Ich habe mich im letzten Buch bemüht, das ein bisschen aufzudröseln. Sehr gutes Buch übrigens. Das wollte ich jetzt Sag doch nochmal den Namen, weil ein bisschen Werbung muss sein. Sag den Namen bitte mal. Nein, es geht mir eher darum, dass ich mich bemüht habe, da das Betriebsgeheimnis des Eigentums im Kapitalismus ein bisschen aufzudecken und dass ich etwas vermisse, dass die Linke auf solche Diskussionen auch national überhaupt bereit ist einzugehen. Das sind so zentrale Kategorien, die man dann möglichst auch unter den europäischen Linken doch diskutieren können sollte. Also ich will nur sagen, es gibt ganz wenige Verfassungen der Welt, wo die demokratische Enteignung, Überführung in Gemeineigentum denkbar ist. Eine ist die deutsche als Ergebnis des Faschismus, eine andere ist die italienische. Ja. Es auf europäischer Ebene durchzukämpfen, jetzt gebe ich eine Prognose, wird in den nächsten 20 Jahren völlig undenkbar. So kapitulativ bin ich. Dann können wir aber doch mal ein bisschen hoffnungsfroh auch in andere Weltregionen schauen, das, wo dies zum Teil in Lateinamerika eingesetzt worden ist, in Lateinamerika und auch woanders. Und es geht sicherlich um Gemeineigentum oder um Eigentumsformen generell, um andere als die, die wir so kennen. Aber es geht natürlich dann auch um die Organisation der Arbeit in diesen Eigentumsformen, genossenschaftlich oder auch in anderen Formen als Genossenschaften. Und auch das sind Fragen, die natürlich rechtlich dann reguliert werden müssen, die zum Teil ja auch in Lateinamerika in die Verfassungen eingegangen sind. Die Frage der Genossenschaftlichkeit, in Italien ist das in der Verfassung mit drin, in Deutschland nicht, in anderen Ländern auch nicht. Und in wenigen spielt das eine Rolle. Das heißt, wir werden uns sowieso Gedanken machen müssen, wenn wir ökologisch einigermaßen über die Runden kommen wollen, dann brauchen wir auch andere Arten von Arbeitsformen, von Produktionsformen, von Produktionsweisen. Und dann brauchen wir andere Eigentumsformen, viel mehr Gemeineigentum, genossenschaftliches Eigentum, kommunales Eigentum, nicht unbedingt Staatseigentum, aber Staatseigentum ist auf gar keinen Fall ausgeschlossen, denn vieles muss Staatseigentum sein oder auch wieder werden, was es ursprünglich mal vielleicht gewesen ist. Wir brauchen auch Privateigentum, selbstverständlich. Das soll ja nicht ausgeschlossen werden. Wir brauchen also eine Pluralität von Eigentumsformen, wir brauchen auch eine Pluralität von Arbeitsformen und von Organisationsformen der Produktion und der Konsumtion. Und das ist genau das, woran wir arbeiten müssen, an diesem umfassenden Begriff von Alternativen. Diese Pluralität haben wir doch aber national gar nicht. Also das ist ja gerade das, was mich selber so überrascht hat. Rein rechtlich gesehen gibt es in der Bundesrepublik
nichts anderes als Privateigentum. Also genossenschaftliches Eigentum ist gemeinschaftlich genutztes. Daniela, es muss korrigiert werden. Ich will es nochmal sagen, so wie in Venezuela, in Bolivien, es allein ein nationales Recht war, was die Vergesellschaftung von Gas und Öl ermöglicht hat, ist die Commerzbank in Deutschland mit Artikel 15 des Grundgesetzes national vergesellschaftet worden. Allerdings als Schrottbank. Ja, als Staatseigentum. Aber was ist als Schrottbank? Eine Form von rechtlich gesehen ich wünschte mir, wenn die größten Verbrecher, die Auschwitz mitfinanziert haben, den Zweiten Weltkrieg, am Zyklon B verdient haben, an Fukushima mit 12% hängen, die Deutsche Bank wenigstens Staatseigentum würden. Es ist noch nicht viel, aber es wäre besser. Doch, es wäre viel besser, als wenn Aktionäre auf den nächsten Hunger und auf den nächsten Krieg spekulieren. Das ist noch ein kleiner Unterschied, ob ich den Staat wenigstens per parlamentarischer Wahl etwas regulieren kann, was ich mit den Aktionären der Deutschen Bank in keiner Weise kann. Es ist nicht das Optimum. Ich hätte viel lieber eine Sparkasse draus gemacht, als eine öffentlich-rechtliche Einrichtung. Aber Staatseigentum ist immer noch ein Tick besser als privatkapitalistisch. Ich habe eine letzte Frage nur, weil wir ein bisschen in der Zeit, wenn jeder vielleicht mit einem Satz antwortet. Wenn denn der Euro zu einem Teil bräche, entgegen der Prognose, von Altvater, ohne dass sich Lafontaine auf den Passantra-Ruf besonders ausruht und stolz wäre. Und es würden eines der südeuropäischen oder mehrere aussteigen oder zum Austritt gedrängt werden. Was wären die Verpflichtungen für eine so in einem wohlhabenden Land agierende Linke wie die Deutsche Linke dann solidarisch diesem Verfahren beizutreten, denn sie würden ja dann zu einem hoffnungslosen Objekt für Moody's und andere Ratingagenturen in der Kaputtspekulation. Ich fange mal hier an, wenn es geht, kurz als Schlussplädoyer. Es wäre besser, sicherlich dann der Idee zu folgen, die George Soros, der humanitäre Spekulant, vorgeschlagen hat. Dann soll doch Deutschland aus dem Euro austreten. Dann bleiben Griechenland und die anderen Länder unter sich und haben nicht mit diesem Übergewicht Deutschland immer zu tun. Das wäre dann zum Beispiel auch eine linke Forderung. Aber ich halte diesen ganzen Weg nicht für richtig. Ja, nur wenn er passiert. Ja, dann würde ich dafür eher plädieren, dass, wenn wir die Eurozone geordnet auflösen, was meines Erachtens eine Illusion ist, dann sollte eher Deutschland austreten, als dass man Griechenland, Spanien, Portugal und so weiter herauskomplimentiert oder gar rausschmeißt. Daniela? Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt. Ich hoffe, aber das auch. Wenn denn eins der schwächsten Länder diesen Schritt tun muss, dann wären die Bessergestellten, glaube ich, aufgefordert, über eine Art von Schuldenerlass nachzudenken, wie er in London 1953 sogar gegenüber Deutschland möglich war, was ich bis heute nicht verstehe, wieso so kurz nach dem Krieg diesem Land sozusagen aus systemerhaltenden Gründen so entgegengekommen ist. Und dann sollten sich diese Länder, die also Deutschland und die starken Länder, die davon profitiert haben, daran erinnern, dass sowas möglich ist und dass man dann solidarisch reagieren müsste. Ja, das ist der Ansatz. Ich sage ja, ob ich jetzt wünsche oder nicht wünsche, ist aus meiner Sicht uninteressant. Ich glaube, es wird eine Form geben. Die Frage ist, wie wird es sein? Ist eine denkbare Variante, eben die Soros ins Spiel gebracht hat, weil letztendlich geht es ja nur um eine Umformung des gegenwärtig allzu starren Systems. Und bei dieser Umformung ist die Aufgabe der Linken, auf solidarische Hilfe hinzuarbeiten, sei es monetär etwa über die Zentralbank oder sei es über die Staatshaushalte oder in welcher Form auch immer, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht muss es auch Mischformen geben, aber es ist klar, wir werden da nicht hinsetzen und sagen, naja, jetzt sind die weg, dann haben wir es etwas leichter. Sondern wir müssen eben, wenn wir Europäer sind, sagen, wie können wir diese Umformung solidarisch begleiten. Und eins darf nicht sein, die Ratingagenturen dürfen in ihrer Macht wie bisher nicht erhalten bleiben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Herzlichen Dank und hoffentlich viele Klicks für diese interessante, spannende und auch kontroverse Diskussion.